Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich mal Folgendes machen. Viele von uns haben Folgendes daheim verbaut, diese Spots, meistens mit der Aufnahme GU5,3. Das sind Spots mit einem Trafo davor geschaltet, meist 12 Volt. Und die sind halt im ganzen Raum verteilt, meistens in der Variante 2, 3, 5 oder 10. Und die arbeiten oftmals auf Halogenbasis noch. Was also bedeutet, Halogen gibt es meistens diese Spots mit 20 Watt oder 35 Watt je Spot. Wenn ich da 10 Spots im Raum habe, bedeutet das, wenn ich dort das Licht anschalte, verbraucht mein Raum mit 10 Spots a 35 Watt 350 Watt in der Stunde. Das ist eine Masse Holz. Das habe ich schon vor Jahren abgeschafft und habe das GU-System bei mir auf LED umgerüstet, aber die sind auch nicht mehr so der Bringer und deswegen möchte ich euch jetzt mal zeigen, wie ich das System umrüste und zwar auf GU10, also das GU5,3 System mit 12 Volt Trafo entnehme ich hier und baue ein GU10 System ein. Und zwar genau zu sagen, hier diese SMD Spots, das sind schöne Spots mit 3,5 Watt, gibt es auch mit 5 Watt, sehen so aus, die gibt es im Warmweiß oder Kaltweiß, machen ein extrem helles Licht, so um die 300 bis 400 Lumen je Stück. Wenn ich da natürlich dann 10 Stück einbaue, habe ich 4000 Lumen. Nur mal zum Vergleich, eine 60 Watt Birne hat so zwischen 550 bis 700 Lumen. Also mache ich hier schon ein ganz schönes Licht rein und das Schöne an der ganzen Geschichte, 3,5 Watt nehmen wir einfach mal mit 10 Spots, sind 35 Watt. Wir erinnern uns, mit den normalen Halogen-Spots hätte ich hier 350 Watt. Also haben wir hier auch eine massive Stromersparnis, besonders hier, das ist eine Küche, hier wird sehr viel Licht angemacht, kann man hier massiv die Stromkosten senken. Also zeige ich euch mal, wie man das System umbaut und ich baue halt, wie gesagt, gerne auf GU10 um, weil GU10 auf normal 230 Volt läuft, das heißt, wir brauchen keinen Trafo mehr, wir können alles einfach einbauen und verwenden und das System ist einfach meiner Meinung nach sinnvoller als diese Trafo-gestützte 12 Volt Geschichte. Als erstes müssen wir Folgendes machen. Wir haben hier die Spots, die ziehen wir alle mal aus der Decke heraus, am besten mit Rahmen. Das geht einfach nur anheben und hier herausnehmen und schon kommt hier der Anschluss zu tragen, den wir haben, den GU5,3. Noch ein kleiner Tipp, bevor ihr hier arbeitet, sollte eigentlich selbstredend sein, schaltet ihr die Sicherungen ab, FI raus und seht zu, dass ihr die komplette Anlage stromfrei habt. Wenn ihr das gemacht habt, zieht ihr das hier raus und könnt jetzt hier eure Lampen quasi einfach aus dem Sockel entnehmen. Das ist der GU5,3 Anschluss. Die ziehe ich jetzt alle raus und schaue gleich, ob ich hier irgendwo den Anschluss von meinem Trafo finde. Denn irgendwo hier in der Decke muss mein Trafo liegen und den suche ich jetzt als allererstes mal. So, wie wir sehen, habe ich hier jetzt meinen Trafo gefunden, meinen 12 Volt Trafo und meinen Verteilerbaustein, mit dem ich quasi an alle Leuchtmittel gehe. So, als allererstes müssen wir erstmal schauen, was haben wir hier für Kabel verbaut. In der Regel werden hier immer 2,5er Kabel verbaut, 2x2,5. Reicht eigentlich vollkommen für die GU10 Lampen aus, da sie keine Erde haben, keinen Erdanschluss, sondern nur Neutralleiter und Phase oder Außenleiter, je nachdem wie wir es nennen wollen, reicht uns das. Jetzt gehen wir eigentlich folgendermaßen vor. Wichtig, schaltet vorher alles ab, sichert alles ab. Jetzt entnehmen wir zuerst unseren Trafo. Den öffne ich hier einfach, entferne hier den 230 Volt Anschluss und hier den Anschluss zu meinem Verteilerbaustein. Als nächstes empfehle ich euch, geht in den Baumarkt und sucht euch solche Verteilerdosen. Die gibt es auch eine Nummer schmäler, das sind sie nur so breit in etwa. Die wären für diese Löcher wahrscheinlich sogar angebrachte. Ihr müsst nämlich die Verteilerdose in diese Öffnung der Spots hereinbekommen. So, diese Verteilerdose nehmt ihr, stecht hier die Öffnungen frei und führt die ganzen Kabel in diese Verteilerdose ein. Das mache ich jetzt mal nicht, damit man, weil man es sonst nicht schön sieht.
und zeige es euch erstmal hier offen, aber ihr macht das dann, ihr führt das alles hier in diese Verteilerdose ein und schiebt dann schlussendlich die komplette Verteilerdose hier oben ein. Somit habt ihr dann einen Berührungsschutz, denn hier sind dann 230 Volt drauf, nicht dass da jemand mal aus Versehen drankommt und einen Stromschlag kriegt oder hier drinnen irgendwas schief läuft. Also nutzt irgendeine Verteilerdose. Es gibt verschiedene Bauformen, sucht euch eine schöne aus, verwendet die. Sie muss nur genug Anschlüsse hier umlaufend haben. Ich zeige euch das jetzt mal hier ohne diese Anschlüsse. Wir haben hier diesen Verteilerbaustein. Dieser Verteilerbaustein ist so groß dimensioniert, dass ich hier ohne Probleme meine 230 Volt anschließen kann. Der hält diese Last auf jeden Fall durch. Wir haben hier überall 2,5er Kabel verlegt, also kann ich ja auch bedenkenlos mit 230 Volt drangehen. Die Spots am Ende verwenden 3,5 Watt bis 5 Watt. Das ist so wenig, macht auch keinerlei Probleme. Also nehme ich jetzt hier meinen 230 Volt Zugang und verbinde den hier mit meinem Stein. Dafür gibt es diverse Verbindungsklemmen. Damit könnt ihr euch ziemlich die Arbeit erleichtern. Ich für meinen Teil verwende diese hier. Wie gesagt, das macht ihr halt alles in der Dose. Mit diesen Verbindungsklemmen könnt ihr folgendermaßen arbeiten. Das hier ist ein steifes Kabel. Das klickt ihr einfach hier hinten ein. Und nehmt das flexible Kabel von diesem Block, drückt hier diese Klemme zusammen und verbindet das quasi mit dem Block. Et voilà. So, jetzt gehen hier aus dem Block die kompletten Kabel zu jeder einzelnen Fassung und eine Fassung habe ich hier gleich mit dran. Jetzt haben wir hier überall noch das System GU5,3. Das möchten wir jetzt ändern. Hier besorgen wir uns einfach so eine GU10-Fassung. Das sind hier solche Keramikfassungen. Und die verbinden wir jetzt hier mit dem Block oder mit den Kabeln. Das mache ich jetzt mal hier. Ich öffne einfach hier die Kabel. Was hier nicht so schön ist, wir haben hier offenliegende Litzen. Das heißt, ich nehme hier Ader-Endhülsen, bringe die jetzt hier einfach auf. Schaut zu, dass ihr alle einzelnen Adern erwischt. Und verpresst das mit so einer Art Krimpzange. Ich suche den Querschnitt. Das hier ist 1,5er Querschnitt. Das macht ihr mit beiden Adern. Und jetzt nehmen wir uns hier den Block, nehmen diese GU5,3, schrauben diese einfach heraus, nehmen unsere GU10, die können wir verdrehen, vertauschen, alles egal, schieben diese hier ein und ziehen dann jede einzelne Verbindung wieder vernünftig an. Wie gesagt, wichtig, macht alles in eine Verteilerdose und schiebt dann diese Verteilerdose mit dem kompletten Kabelinhalt in eure Decke wieder ein. So, wenn ihr das System jetzt wieder in die Decke eingeschoben habt, nehmen wir jetzt hier unsere Lampe, unser Leuchtmittel mit der GU10-Fassung für 230 Volt und hier unsere Fassung, entnehmen das alte GU5,3-System, was mit Gleichvolt lief, stecken das neue System einfach hier hinein, schließen wieder dieses System mit diesem Sicherungsring. Das sieht dann so aus. Das klinken wir einfach hier ein mit dieser Art Bajonettverschluss. Klack. Drücken hier diese beiden Schenkel nach oben und führen es vorsichtig wieder hier in die Decke ein. Richten die Lampe aus. Und so haben wir schon den ersten Spot montiert. Jetzt zeige ich euch nochmal an einem anderen Spot, wie ich hier weiter verfahre. So, hier haben wir jetzt so eine alte GU5,3. Hier machen wir auch einfach wieder das Leuchtmittel ab. Hier hatte ich früher mit Lüsterklemmen gearbeitet. Das war 12 Volt, da war das okay. Jetzt haben wir hier quasi Hochvolt, 230 Volt. Da will ich nicht mehr mit Lüsterklemmen arbeiten. Da schneide ich das jetzt hier einfach runter. Und setze hier einfach die Kabel neu ab, sodass nur noch die Litzen zu sehen sind. Jetzt habe ich hier solche Pressverbinder, die sind relativ billig im Internet zu erstehen. Die stecke ich nun einfach hier auf eine Ader auf. Man kann ja vorher eventuell hier ein bisschen die Adern verdrehen, dass man auch wirklich alle Adern erwischt. Wenn man das jetzt noch super sicher machen will, kann man natürlich hier jetzt auch noch Schrumpfschlauch aufbringen.
diesen Schrumpfschlauch nun im Vorfeld hier über alles drüber schieben. Natürlich groß genug einen Schrumpfschlauch wählen. Und jetzt nehmen wir hier unsere GU10-Fassung, schieben diese nun hier in diese Pressverbindung hinein, und zwar so, dass sie komplett drinnen verschwunden ist. Also alle Adern müssen verschwunden sein. Es darf nirgendwo irgendwas Spannungsführendes herausstehen. Und dann verpresse ich das einfach mit so einer handelsüblichen Presszange und habe die Verbindung hergestellt. Das mache ich nun auch mit dem zweiten, mit der zweiten Ader. Auch hier vernünftig einstecken, dass keine Ader heraussteht, nirgendwo spannungsführende Teile herausstehen. Und auch einfach wieder verpressen mit der dementsprechenden Presszange. So, auch hier habe ich jetzt die vernünftige Verbindung hergestellt. Jetzt können wir hier unseren Schrumpfschlauch nochmal zur Sicherheit drüber schieben, den jetzt einfach erhitzen. Am besten eignet sich hierfür meistens so ein kleiner Föhn, hier so ein Heißluftföhn, wo man zum Beispiel auch einen Grill mit anzünden kann oder ähnliches. Aber ich habe jetzt hier nichts anderes da, nehme ich jetzt hier diesen kleinen Flammenwerfer, dieses Feuerzeug, mache das nur mal ganz kurz warm und wir sehen sofort, wie sich der Schrumpfschlauch zusammenzieht. Das mache ich auf allen beiden Ebenen gleichmäßig, ohne den Schlauch zu verbrennen. Und so passt er sich hier der Geschichte vollkommen an. Und ich habe alles hervorragend abisoliert. Und hiermit habe ich meine Verbindung erstellt. Das geht relativ schnell und ist absolut sicher. So, jetzt nehme ich hier wieder mein neues Leuchtmittel, entferne mein altes hier aus dieser Fassung, wie wir es gewohnt sind. Da gibt es verschiedene Typen. Schaut mal, was ihr hier für Fassungen verbaut habt. Bei dieser muss man zum Beispiel das Innenleben einfach herausdrücken, entnimmt die alte Lampe, das alte Leuchtmittel, bringt die neue ein. Und drückt das einfach wieder hier hinein. Das sieht dann so im fertigen Zustand aus. Auch das verbinde ich hier einfach wieder, indem ich es einfach so verriegle, führe das Kabel wieder hier ein und bringe hier einfach meine Fassung wieder oben in der Decke ein. Richte sie dementsprechend aus, wie ich sie haben will, weil ich hier die kann ich noch ein bisschen kippen. Möchte sie so rumstehen haben. Und fertig. Diesen Schritt wiederhole ich jetzt bei allen Leuchtmitteln. Wichtig nochmal für ein paar Kritiker: Wir haben hier zwei Fünferkabel in der Decke liegen. Es war für Gleichstrom gedacht. Es trägt auf jeden Fall 230 Volt Wechselstrom. Also der Querschnitt ist ausreichend auf jeden Fall. Achtet halt darauf, dass keine stromführenden Teile freiliegen. Wie bei der Hauptverbindung, wie ich es euch vorhin gesagt habe, dass wirklich definitiv alles geschlossen ist, indem ihr einfach einen kleinen Verteilerkasten nehmt, kauft den euch im Baumarkt, der kostet 50 bis 80 Cent, mehr kostet er nicht, und bringt dort alles unter, nimmt den schmalen, dass ihr den auch in die Löcher einbringen könnt, schiebt das in die Decke ein und schaut zu, dass ihr halt diese Verbindungen vernünftig herstellt, vorzugsweise nicht mit einer Lüsterklemme, sondern am besten mit so einem Pressverbinder oder mit vorgesehenen Schnellverbindungssystemen, die es auch im Großhandel gibt, die kosten halt etwas mehr. Macht am besten einen Schrumpfschlauch drüber, damit habt ihr alles absolut abisoliert, es kann nicht mehr ausgerissen werden, es kann nirgendwo irgendwie ein Funkenschlag entstehen oder irgendwas, es kann keiner einen Stromschlag bekommen und somit habt ihr das hundertprozentig ausgeführt. Ich mache das jetzt hier bei allen Lampen nochmal genauso, wie ich das euch hier gezeigt habe. Und dann schauen wir uns das Endergebnis mal an. So, nun habe ich den Wechsel vollführt. Bei diesem Raum hat das alles circa eine halbe Stunde gedauert, ging also ziemlich flott. Und jetzt mal die Vorteile zu den alten Halogenlampen. Nehmen wir einfach mal eine 35 Watt Spot-Halogenlampe. Sie liegen hier klar auf der Hand. Vorher 35 Watt Halogen-Spot, jetzt 3,5 Watt SMD LED. Wichtig beim LED, fast keine nennenswerte Hitzeentwicklung. Also maximal 30 Grad, wärmer werden die nicht. Nächster Vorteil von GU10, ich habe jetzt hier oben Hochvolt anliegen. Viele sagen jetzt, oh, Hochvolt ist doch schlimmer als Gleichvolt. Nein, bei Gleichvolt gibt es hier massive Probleme. Habt ihr zum Beispiel bei dem Dravo einen Dravo verwendet, der nicht kurzschlussfest ist? Und davon haben wir eine Zeit lang sehr viele. Tja, waren sehr viele im Umlauf und es wird jetzt hier oben ein Kurzschluss erzeugt bei 12 Volt Gleichstrom. Erhitzen sich hier diese kleinen Kabel, fangen an zu glühen und eure Wohnung brennt. Habt ihr bei Hochvolt einen Kurzschluss,
durch was auch immer, vielleicht habt ihr Nager in der Decke, die eure Kabel anbeißen oder das Leuchtmittel geht kaputt oder, passiert einfach Folgendes: Es entsteht ein kleiner Kurzschluss, es knallt einmal fürchterlich, hört sich schlimmer an, als es ist, und eure Sicherung fliegt heraus. Das war's. Also bin ich eher der Fan von Wechselstrom. Ich möchte keinen Gleichstrom mehr so gerne bei den Lampen in der Decke liegen, schon gar nicht, wenn ich nicht sehe, was da Phase ist. Beim Wechselstrom müsst ihr halt aufpassen, dass ihr alles berührungsfest abisoliert. Das heißt, dass ihr eventuell hier bei unserem Haupttravo ein Verteilerkästchen nehmt, dass ihr die Verbindung eventuell presst und eventuell Schrumpfschlauch drüber macht, dass ihr das alles safe macht, dass da keiner einen Stromschlag kriegt. Und alles in allem kommt hier noch ein ganz großer Vorteil jetzt zum Tragen. Diese SMDs haben etwas mehr Lumen als eine 35 Watt Halogen. Diese SMDs, die ich hier verbaut habe, haben 450 bis 500 Lumen. Das sind nur die stärksten, die ich gekriegt habe. Aktuell am Markt werden gehandelt 200 Lumen bis halt 500 Lumen. Ich empfehle euch halt hier die etwas helleren zu nehmen. Der Preis so einer SMD: Hier kostet eine SMD zwischen 2 und 5 Euro, je nachdem, wo ihr sie kauft. Kauft ihr sie im Baumarkt, könnt ihr für sowas auch mal 15 Euro hinlegen. Also sage ich da lieber auch wieder im Internet bestellen. Tut mir leid für die anderen Händler, aber es ist leider so. Und wichtig ist dann auch noch zu erwähnen, die Lebensdauer. Bei den ganzen Halogenbirnen, die ich überall verbaut hatte hier im Haus, so die letzten 10, 20 Jahre, musste ich dazu sagen, dass ich jedes Jahr mehrere Birnenausfall hatte. Die kann man zwar günstig nachkaufen, kostet das Stück auch 1 bis 2 Euro. Ja, ob das nun günstig ist, sei dahingestellt. Wenn ich davon 10 bis 20 Stück im Jahr wechseln muss, habe ich dann auch so meine 20 bis 40 Euro am Backen. Ist ein Haufen Geld. Hier so eine SMD wird angegeben mit einer Lebensdauer Minimum 20 bis 30.000 Stunden. Manche werben mittlerweile mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden. Das ist schon ein Haufen Zeug. Besonders wenn ihr hier viel arbeitet in dem Raum, viel das Licht braucht, braucht ihr viel Lebensdauer. Was auch sehr wichtig ist: Den SMD ist das scheißegal, ob er sie an, aus, an, aus, an, aus macht. Das wiederum ist bei Halogenlampen sehr kritisch, wenn die sehr oft gezündet und wieder abgeschaltet werden und dann kommt nochmal jemand aus Versehen dran, zack, durchgebrannt. Passiert euch bei einer SMD garantiert nicht. Also ich sehe an diesem System eigentlich nur Vorteile. Der einzige Nachteil ist hier für den Lampenhersteller oder für den Händler: Er kann weniger Ersatzteile an euch liefern, weil die Dinger einfach sau lange halten. Dann nochmal ein wichtiger Punkt zur Lichtfarbe. In Wohnräumen empfehle ich euch generell Warmweiß. Warmweiß von, sagen wir mal, 2000 Kelvin bis 3500 Kelvin. Das ist ein ordentliches Warmweiß, bei dem man noch ordentlich arbeiten kann. 2000 Kelvin ist schon zu warm, das geht schon zu sehr ins Gelb. Dann ab 3500 Kelvin bis, sagen wir mal, 7000 Kelvin, das ist ein kaltweißes Licht. Kaltweiß hat den Vorteil, so um die 5000 bis 6000 Kelvin wird es gerne von Fotografen verwendet oder ich arbeite auch gerne bei diesen Werten, bei Kaltweiß 5500, 6000 Kelvin. Das ist ein schönes, klares, helles Tageslicht und man sieht mehr, was man macht. Das muss man dann halt überlegen, was man wo einbaut. Wie gesagt, warmweiß im Wohnraum, kaltweiß im Arbeitsbereich. Okay, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video wieder einigermaßen aufklären, weiterhelfen und sage hiermit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.